Ich habe meine bisherigen Sprints angeschaut und die Fehler, die ich da gemacht habe, analysiert. Ich denke, ich habe auch für die zwei anstrengenden Trainingswochen, bevor es ins Gebirge ging, gezahlt. Denn ich war wirklich sehr schlapp, mir fehlte an Spritzigkeit. Der Wille war da, aber ich war körperlich nicht in der Lage, so zu fahren, wie ich es mir bei dieser Tour de France vorgestellt habe. Ich war bei keinem Sprint wirklich dabei. Heute haben wir uns alle zusammengesetzt und Sean hat mir gesagt, es sei eine recht einfache Etappe. Da habe ich natürlich um eine Chance gebeten und Bradley, Froome und Mick Rogers haben mir ein Sprintfinale versprochen. Das haben sie dann auch gehalten. Ich bin wirklich sehr glücklich. Meine Teamkollegen waren über die letzten drei Wochen unglaublich. Und heute waren sie für mich da.